Eines der wichtigsten Verkehrsmittel ist die Eisenbahn. Velbert-Langenberg ist an das Schienennetz angeschlossen. Auch in Velbert-Neviges befinden sich Haltepunkte. In Velbert-Mitte, Wülfrath und Heiligenhaus sucht man inzwischen vergebens nach der Bahn. Über 98.000 Menschen aus 3 Städten sind inzwischen vom Schienenverkehr abgeschnitten. Wie konnte das passieren? Das 19. Jahrhundert war die Geburtsstunde der Eisenbahn. Mit der Erfindung der Dampflokomotive wurde die Bahn ein wirtschaftliches Transportmittel. Die Stadt Velbert war bereits in dieser Zeit bekannt für seine Schloss- und Beschlägeindustrie. Nachdem 1847 bereits Deutschlands zweite Eisenbahnstrecke, die Prinz-Wilhelm-Bahn, eröffnet wurde, wuchs der Wunsch der Velberter, einen eigenen Bahnanschluss zu erhalten, um konkurrenzfähig zu bleiben. Auch die Stadt Wülfrath wünschte sich einen zentral gelegenen Bahnanschluss. Die Sterne standen gut, denn die Bahn hatte selbst ein großes Interesse daran, die im Wülfrather Stadtteil Schlupkoten gelegenen Kalkvorkommen zu transportieren. Das war eine sichere Einnahmequelle für Jahre. Und so machte Velberts Bürgermeister Rudolf Thomas am 28. April 1881 den ersten Schritt und stellte einen Antrag für einen Schienenanschluss für Velbert, der 2 Jahre später durch die preußische Regierung genehmigt wurde. 1885 konnten die Bauarbeiten beginnen. Geplant war eine Nebenbahnstrecke, welche von Abrath über Wülfrath nach Velbert führen sollte. Abrath besaß derzeit einen Anschluss an die bestehende Prinz-Wilhelm-Eisenbahn. Wir sind hier in Wülfrath-Abrath, Oberdüssel. Und hier hatte damals alles angefangen. Und zwar da hinten an der Ecke war der Abzweig Richtung Velbert. Der wird jetzt heute leider durch die Straße verschüttet. Also der ist nicht mehr da, weil die Brücke hier gebaut haben. Aber auf der anderen Seite hinten beginnt der Panoramaradweg. Und da ging ja genau die Trasse lang. Und zwar ging das 1885 los mit den Arbeiten und die haben tatsächlich nur ein Jahr gebraucht, von hier aus bis nach Wülfrath. Und das sind, glaube ich, 4,7 Kilometer und auch durch massiven Fels. Und das ist schon eine beachtliche Arbeit. Na, ich denke, Dynamit war schon erfunden, das war dann wahrscheinlich auch hilfreich. Den Bahnhof Wülfrath-Abrath gibt es heute wieder. Er ist Teil der Prinz-Wilhelm-Eisenbahn und Haltestelle für die S-Bahn-Linie 9. 2003 wurde er nach seiner Stilllegung im Jahre 1965 reaktiviert. So sah er 1847 aus. Gut, wir sind hier ein Stückchen oberhalb von Abrath, allerdings noch nicht oben am Schlupkoten. Hier war ein Abzweig früher, und zwar haben die hier den Kalk abtransportiert. Also hier ging es zu den Brennöfen rauf und die standen da, wo heute schon wieder die Autobahn zum Teil drüber geht, also noch ein bisschen weiter oberhalb. Auf diesem historischen Bild sehen wir den Steinbruch Schlupkoten Anfang des vorigen Jahrhunderts. Zu dieser Zeit war der Bahnanschluss bereits fertiggestellt. Ja, hier auf Höhe Schlupkoten
hat die Bahntrasse schon eine Höhe von ca. 30 Metern, Höhenmetern überwunden. Das ist enorm. Hier, wo wir jetzt gerade stehen, insbesondere da hinten rüber, war früher eine Verladestation. Hier wurde Kalk verladen, auch auf die Wagen drauf. Und wie ich gehört habe, gab es hier auch eine Klassieranlage. Und eine Klassieranlage ist nichts anderes als eine Siebanlage, die die einzelnen Körnungen klassifiziert. Klassiert. Egal. Heute ist der erste Steinbruch Wülfrats ein Naherholungs- und Naturschutzgebiet, in dem sich zahlreiche geschützte Tierarten angesiedelt haben. Ja, wir befinden uns jetzt gegenüber von dem alten Bahnhof, der da hinten ist, an der Röntgenstraße. Und genau an dieser Stelle hier, da stand einst ein Wasserturm. Der ist in den 70er Jahren irgendwann abgebrannt. Fragt man sich auch, wie das geht, Wasserturm abbrennt. Aber irgendwie war er leer oder so. Der stand hier und war dafür verantwortlich oder dafür da, dass die Dampfloks hier mit neuem Wasser befüllt werden konnten. Wenn wir jetzt da weiter die Trasse runter verfolgen würden, dann könnte man sehen, dass die sich abzweigt. Und zwar einmal in Richtung Angertalbahn, die auch noch lange in Betrieb war. Und nach rechts geht es dann Richtung Velbert. Und diese Strecke beschreibt eine riesige Schleife da hinten. Da sehen wir auch da hinten noch eine Brücke, die sie rausgenommen haben, die Brückenfundamente. Und geht halt praktisch den Weg wieder zurück, den die hier gekommen ist, nur einige Meter weiter höher. Also das Ganze diente halt nur, diese Schleife, um Höhenmeter zu überwinden. Weil die Dampfloks das halt damals noch nicht so steil konnten, hat man die Strecke halt so gewählt, dass sie möglichst geringe Steigung pro Meter hatte. Also viele Serpentinen. Einen Monat nach der Eröffnung des Teilstücks Wülfrat wurde der nächste Streckenabschnitt von Wülfrat nach Velbert genehmigt. Auch hier gab es Rückenwind. Denn die zahlreichen Velberter Gießereien benötigten ständig Kohle und Eisen und auch die gefertigten Waren mussten abtransportiert werden. Deshalb hatte die Bahn auch hier ein großes Interesse, diese Transporte zu übernehmen. 2 Jahre dauerten die Arbeiten an dem 8,4 Kilometer langen Teilstück. In Velbert wurde bereits ein Bahnhof gebaut. Ja, wir sind ja an der Berliner Straße, beziehungsweise an der Straße Alte Bahn, auf dieser Seite, wie der Name das schon sagt. Und auf diesem Gelände stand der erste Bahnhof, den Velbert überhaupt hatte, das war der Bahnhof Süd. Davor, in diese Richtung, stand noch ein Abfertigungsgebäude. Hier war eigentlich alles voll mit Gleisen und ein Busbahnhof gab es hier auch noch. Und wenn wir jetzt die Strecke nach da unten weiter verfolgen, dann kann man heute noch sehen, bei der ehemaligen Firma Wöste, wo jetzt der Edeka ist, dass davor noch eine Trasse ist. Das ist aber auch eigentlich nicht die ursprüngliche Trasse. Die erste Trasse muss in die andere Richtung gegangen sein. Ungefähr da, wo jetzt die Schrebergärten sind. Gegenüber von ehemals Otto Huppert. Auf dieser Karte schwarz markiert der ursprüngliche Streckenverlauf zum Bahnhof Süd. Der Winter im Jahr 1888 war hart. Während die Arbeiten an der Trasse zügig vorangingen, konnte der Velberter Bahnhof in diesem Jahr nicht fertiggestellt werden. Am 1. November 1888 war es dann soweit. Die ersten Güterzüge rollten nach Velbert. 3 Monate später konnte der Personenverkehr nach Velbert aufgenommen werden. Das Bahnhofsgebäude war zu dieser Zeit zwar immer noch nicht fertiggestellt, was die Velberter jedoch nicht davon abhielt, die Einweihung der Bahnlinie gebührend zu feiern. Das erste Betriebsjahr brachte auch Grund zur Freude. 50.000 Menschen konnten befördert werden. 37.391 Tonnen Güter erreichten Velbert und 2.269 Tonnen verließen die Stadt. Die damals noch der Bürgermeisterei Velbert untergeordnete Ortschaft Heiligenhaus beobachtete die Ereignisse mit neidischen Blicken. Die Wirtschaft in Velbert blühte auf, dank der Eisenbahn. Auch in Heiligenhaus stellten die meisten Betriebe Schlösser und Beschläge her. Für die Velberter Betriebe war es nun ein leichtes, ihre Erzeugnisse in alle Welt auszuliefern. Um konkurrenzfähig zu bleiben,
wünschte sich Heiligenhaus nichts sehnlicher als den Weiterbau der Bahnstrecke von Velbert nach Heiligenhaus. Doch Heiligenhaus erlebte eine bittere Enttäuschung. Die konkurrierende Industrie in Heiligenhaus durch einen Bahnanschluss zu stärken, lag nicht im Interesse der Stadt Velbert. Um einen Weiterbau der Strecke zu verhindern, wurde notwendiges Gelände nicht freigegeben. Die Jahre zogen ins Land. Der Bahnverkehr zwischen Velbert, Wülfrath und Apprath rollte. Doch gerade der erfolgreiche Kalkverkehr aus Wülfrath musste große Umwege über Wuppertal in Kauf nehmen, um ins Ruhrgebiet zu gelangen. Der Wunsch nach einer kürzeren Verbindung dorthin wuchs, da der Kalk zwingend für die Stahlproduktion gebraucht wurde. Am 1. April 1897 löste sich Heiligenhaus aus der Bürgermeisterei Velbert und nahm ein Jahr darauf die eingeschlafenen Verhandlungen zur Weiterführung der Strecke nach Heiligenhaus wieder auf. Doch in Velbert entbrannte derweil ein Streit. Velbert Oberstadt gegen Velbert Unterstadt. Es ging um die weitere Streckenführung nach Kettwig. Ein Plan sah vor, die Strecke nicht in Fortsetzung des alten Bahnhofs, sondern im weiten Bogen um die Stadt herumzuführen. Im Osten sollte dann ein neuer Bahnhof an den Bierhöfen gebaut werden. Das gefiel den nahe des vorhandenen Bahnhofs liegenden Velberter Betrieben natürlich überhaupt nicht. Und so gründeten sich gleich zwei Interessengemeinschaften. Die Oberstadt ließ von Landvermesser Detering Pläne für eine Tieferlegung des vorhandenen Bahnhofs erstellen. Die Unterstadt lief Sturm gegen diese Pläne. Als Bürgerkommission in Eisenbahnangelegenheiten dementierte sie die Ausführungen von Landvermesser Detering. Es folgte eine erbitterte und jahrelange Auseinandersetzung, die den Weiterbau enorm verzögerte. Die Reichsbahn entschied sich am Ende für eine Linienführung mit neuem Bahnhof an den Bierhöfen. Doch dann tauchte ein weiteres Hindernis auf. Die Direktion der Bergischen Kleinbahn sah durch die Pläne der Streckenerweiterung ihr eigenes Geschäft in Gefahr. Sie betrieb eine Straßenbahn zwischen Velbert und Hösel und forderte eine jährliche Entschädigung von 25.000 Mark von der Staatsbahn, wenn diese den Betrieb der Strecke nach Heiligenhaus aufnehmen würde. Die Kleinbahn bot schließlich an, auf die Entschädigung zu verzichten, wenn Velbert im Gegenzug einen Stromliefervertrag mit ihr abschließen würde. Velbert willigte ein, und so konnten 1912 endlich alle Verhandlungen abgeschlossen werden. Noch in diesem Jahr genehmigte der Berliner Reichstag die eingereichten Streckenpläne. Am 23. Juli 1913 war es endlich soweit. Die Firma Polenski und Zöllner aus Driesen gewann die Ausschreibungen und begann mit den Bauarbeiten. Für Velbert brachte die Streckenerweiterung nach Heiligenhaus einige Neuerungen mit sich. Ein neuer Hauptbahnhof sollte gebaut werden. Das größte Bauwerk war jedoch die Eulenbachbrücke. Mit ihren 40 Metern Höhe und 168 Metern Länge stellte sie eine enorme Herausforderung für Polenski und Zöllner dar. Zunächst wurde mit beträchtlichem Aufwand eine Seilbahn von 192 Metern über das Eulenbachtal in Velbert gespannt. Beim Aufbau stürzten zwei Zimmerleute ab und kamen ums Leben. Dann wurden die Fundamente für die Pfeiler gegossen. Die Pfeiler wurden von Hand aus Bruchsteinen gemauert und mit Beton verfüllt. Als die Pfeiler fertiggestellt waren, wurden in schwindelnder Höhe Innengewölbe aus Holz gezimmert. Inzwischen arbeiteten bis zu 550 Arbeiter an der Streckenerweiterung. Doch im August 1914 endeten die Arbeiten. Der Erste Weltkrieg begann. Schwere Zeiten sind über uns hereingebrochen. Feinde ringsum. Nach 44 Jahren winkt man uns die Waffen in die Hand, um nach segensreichen Jahren des Friedens unser Hab und Gut und unsere Stellung als Großmacht zu verteidigen.
Während des ersten Kriegsjahres waren Arbeiter nicht zu bekommen. Facharbeiter wurden für den Kriegseinsatz abgezogen. Mithilfe von Arbeitslosen und Kriegsgefangenen konnten jedoch Teile des neuen Velberter und Heiligenhauser Bahnhofs fertiggestellt werden. So, jetzt fahren wir zum Bahnübergang, Käffhäuschen. Vielleicht können wir wieder ein Stück sehen. Die Trasse läuft jetzt eigentlich da hinten vorbei. Hinter dem Farbwerk Jonas. Oh, das ist schon interessant, dass man jetzt von Wülfrath Abfahrt bis hier rauf 70 Höhenmeter überwohnt hat. Daher kommen dann halt auch die ganzen Schlängellinien und sowas. Hier sehen wir den Bahnübergang Käffhäuschen damals. Und heute. Am 17. Februar 1916 ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Baustelle der Eulenbachbrücke. Auch nach Kriegsende fehlte es an Fachkräften. So wurden die Bauarbeiten von ungelernten Männern unter Leitung von Polenski und Zöllner weitergeführt. Viele glaubten schon nicht mehr daran, dass die Strecke jemals fertiggestellt werden würde. Und noch mehr düstere Wolken zogen auf. Am 1. April 1920 ging das gesamte Eisenbahnnetz an die Reichsbahn über. Alle mit der preußischen Regierung geschlossenen Verträge waren plötzlich nichtig. Das Geld war knapp und die Reichsbahn signalisierte, die Strecke Heiligenhaus-Kettwig nicht mehr fertigzustellen. Der Heiligenhauser Bürgermeister Ludwig Scheiper ließ nicht locker. Er ließ Fotografien von fertigen Teilstücken und Brücken der Strecke anfertigen und wandte sich an das Ministerium, welches die Reichsbahn dazu aufforderte, die Bauarbeiten wieder aufzunehmen. Doch bevor die Bauarbeiten wieder beginnen konnten, war 1923 erneut Schluss. Französische Besatzungstruppen marschierten ins Ruhrgebiet ein und untersagten jeglichen Transport von Baustoffen. Mit dem Ende der Besatzung konnte der Bau nun endlich weitergehen. Die Firma Polenski und Zöllner erstellte einen Kostenvoranschlag. 1,8 Millionen Reichsmark sollte die Fertigstellung der Strecke bis Kettwig kosten. Ein Drittel dieser Kosten sollte Heiligenhaus alleine tragen. Ein schwerer Schlag für die noch kleine Stadt, die sich hilfesuchend an das benachbarte Velbert wandte. Doch Velbert wandte Heiligenhaus den Rücken zu. Doch Heiligenhaus Bürgermeister Ludwig Scheiper ließ nicht locker. In einem Brief an den Regierungspräsidenten Düsseldorf schrieb er: Ist der Wille vorhanden, eine Lösung zu schaffen, so wird sich auch der Weg finden lassen. In Velbert scheint sich der Wille, Hand in Hand mit Heiligenhaus vorzugehen und durchzuhalten, noch nicht sehr festgesetzt zu haben. Sonst hätten sie es wohl nicht so eilig gehabt, die Uneinigkeit mit Heiligenhaus der Reichsbahndirektion Elberfeld zu verkünden. Ein triftiger Grund lag dafür nicht vor. Zumindest würde es dem Brauch entsprochen haben, sich vorab mit mir klar auseinanderzusetzen. Ende gut, alles gut. Denn die Stadt Kettwig zeigte sich hilfsbereit.
Auch der Kreis Mettmann bezuschusste das Projekt. Und so konnte der Bau der Reststrecke bis Kettwig weitergehen. Wir stehen hier in Heiligenhaus jetzt an der Ruhrstraße und hier ist die Ruhrtalbrücke. Das ist ein ähnlicher Viadukt wie in Velbert die Saubrücke. Und hier bei der Brücke kann man sehen, dass die an den unteren Stellen, bevor diese Bögen beginnen, die Stahlträger drin gelassen haben. Da standen nämlich einst beim Bau die Schalungsgerüste drauf. Also Holzgerüste waren das, die waren rund. Und dann hat man von oben das alles zugemauert und vermörtelt. Und wenn das trocken war, hat man die einfach rausgezogen und das hielt. Das macht man heute auch noch so. Ein weiterer Viadukt führt über das Vogelsangbachtal in Heiligenhaus. Kurz danach mündete die Strecke in die heutige S-Bahn-Linie 6 zwischen Essen und Düsseldorf. Am 31. März des Jahres 1925 rollten die ersten Personenzüge von Vohwinkel über Velbert nach Heiligenhaus. Für Heiligenhaus war damit ein Traum in Erfüllung gegangen. 28 Jahre voller bitterer Niederlagen lagen hinter der kleinen Gemeinde. Grund genug, dies mit einem großen Fest zu würdigen. Schon Tage zuvor wurde alles mit Rang und Namen zur großen Feier eingeladen. Am 23. Juli 1926 war es dann soweit. Heiligenhaus Bürgermeister eröffnete die Bahnstrecke durch Einschlagen des goldenen Nagels. Dann konnte endlich die große Feier beginnen. Ganz Heiligenhaus war auf den Beinen, als der festlich geschmückte Zug in den Bahnhof einfuhr. Nun kehrte Routine in den Bahnverkehr ein. Güter- und Personenzüge fuhren regelmäßig. Meistens nach Kettwig ab Vohwinkel. Auch der neue Hauptbahnhof in Velbert hatte den Betrieb aufgenommen. Der neue Hauptbahnhof in Velbert ist ein prunkvolles Gebäude. Trotzdem hielten viele ihn für nicht angemessen genug. Hier zu sehen ist er im Jahre 1925. Wo heute Gras wächst und eine hiesige Firma ihre Gebäude heraufgezogen hat, war früher eine ganze Menge mehr los. Alle Fäden liefen hier zusammen. Ob im Personenverkehr, oder im Güterverkehr. Ja, das ist der Velberter Hauptbahnhof, der alte Velberter Hauptbahnhof. Heute ist das das Brauhaus. Wenn wir hier hinten hingucken, sehen wir, in dem Bereich war mal eine Unterführung. Hier ist die Bahnkante, Bahnsteigkante. Und hier konnte man unter den Gleisen her und kam hier rauf. Auf der anderen Seite hier hinten ist noch eine Bahnsteigkante. Da lag auch wohl ein Gleis und das hat die Bewandtnis, dass die ganze Strecke halt nur eingleisig ist und dass man, wenn sich zwei Züge entgegenkamen, man natürlich irgendwo Ausweichstellen haben musste, um die Strecke dann auch in beide Richtungen nutzen zu können. Und das war so eine Ausweichstelle hier. So sah der Bahnhof in den 60er Jahren aus. Direkt nach der Einweihung fand am 15. September 1925 eine Übung der Velberter Sanitätskolonne statt. Vor dem Bau sah es auf dem Gelände so aus. Die Bahnsteigüberdachung war bereits fertiggestellt. Ebenso die Tunnel der Unterführung. Hier ein Blick aus der entgegengesetzten Perspektive. Rechts sind die Häuser an der Bahnhofstraße zu sehen. Die Wohnsiedlung in den Bierhöfen gab es derzeit noch nicht.
Der erste Entwurf für das neue Empfangsgebäude datiert auf das Jahr 1916. Obwohl der Erste Weltkrieg noch tobte und das Geld knapp war, waren Velberts Bürgermeister Thomas die Entwürfe für das Gebäude zu knapp bemessen. Und so folgte ein weiterer Entwurf. Und auch ein weiterer war nicht gut genug. Der Eisenbahndirektion wurde es langsam zu bunt. Am 5. April 1922 machte sie der Stadt Velbert ein letztes Angebot für eine Erweiterung unter der Auflage, dass die Stadt den Bau mit 200.000 Mark bezuschusst. Velbert ließ die Frist verstreichen. In letzter Sekunde kam es dann aber doch noch zu einem Vertrag mit der Eisenbahndirektion. Die Pläne konkretisierten sich und nahmen die Gestalt des Gebäudes an, das am Ende auch gebaut wurde. Aus den 200.000 Mark wurden am Ende 500.000 Mark Mehrkosten für die Stadt Velbert. Und dennoch war die Unzufriedenheit über das neue Empfangsgebäude so groß, dass es ohne Feierlichkeiten seinen Betrieb aufnehmen musste. Ja, ich glaube, ich brauche es gar nicht zu erwähnen. Es steht da hinten groß dran. Wir sind hier am Haltepunkt Isenbügel. Das ist der letzte Bahnhof vor dem Haltepunkt Porsche, der schon in Kettwig liegt, an der Hauptbahntrasse von Düsseldorf-Essen. Hier ist 1926 der erste Zug gefahren. Das war ja auch gleichzeitig die Streckeneröffnung. Und da hinten stand auch noch ein Gebäude. Das war wohl ein Toilettenhaus, wie wir gerade erfahren haben. Das wurde aber über die Jahre von Vandalen so dermaßen zugerichtet, dass es nur noch abgerissen werden konnte. Ja, schade. Mit dem Beginn des dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte wuchs die Bedeutung der Niederbergbahn immer weiter. Die im Bergischen Land ansässigen Gießereien produzierten Rüstungsgüter in enormen Mengen. Diese wurden über Güterzüge abtransportiert. Während des Zweiten Weltkriegs hatten diese Militärzüge häufig Vorrang. Sehr zum Leidwesen der Fahrgäste, die daher häufig lange Verspätungen in Kauf nehmen mussten. ...1943 kam es aufgrund des starken Verkehrsaufkommens zu einem Zugunglück. Ein aus Kettwig kommender Güterzug durchfuhr ohne anzuhalten den Bahnhof Heiligenhaus. Ein von Velbert aus mit Panzerketten beladener Güterzug kam ihm entgegen. In Heiligenhaus-Hetterscheid stießen beide Züge auf der eingleisigen Strecke zusammen und stürzten die Böschung hinunter. In der Nacht vom 11. auf den 12. April 1945 sprengten deutsche Truppen den südlichen Teil der Ruhrbrücke in Kettwig, um die heranrückenden Amerikaner zu behindern. Die Bahnlinie war hiermit unterbrochen. Züge aus Vohwinkel endeten somit im Bahnhof Posch, dem heutigen Bahnhof Kettwig-Stausee. Erst 6 Jahre später konnte im Mai 1952 der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. Jetzt gerade zur Urteilbrücke hier in Heiligenhaus und sind auch gleich schon da. Wenn dem Herrn Zielke die Scheibe nicht passt, dann kann er die gerne putzen. Wir sind in Kettwig angekommen, um uns die Ruhrbrücke ein bisschen näher anzusehen.
Ja, wir sehen hier jetzt noch an den Stellen die zwei Sockel, weil hier war früher noch eine zweite Brücke, die über den See ging. Hier hinten sehen wir das auch noch auf der anderen Seite, da hinten dieses Riesenbauwerk. Und zwar war das die Bahnlinie nach Mülheim. Also hier ging die Bahn noch rüber und dann Richtung Mülheim. Während der Güterverkehr wieder florierte, konkurrierten inzwischen mehrere Omnibusunternehmen im Personenverkehr. Bis Mitte der 50er Jahre stellten auch die letzten Straßenbahnen ihren Dienst für immer ein. Die Deutsche Bahn reduzierte somit den Personenverkehr der Bahnstrecke auf 5 Zugpaare täglich. Der Velberter Bahnhof Süd verwahrloste zusehends. Oben zu sehen ist noch die alte Velberter Mühle, links das Omnibusdepot. Die Gebäude sind inzwischen verfallen. Schutt und Müll liegt überall herum. ...1958 verließ der letzte Zug den alten Velberter Bahnhof Süd. Zu erkennen auch auf der Aufschrift auf dem Waggon. Danach begann der Rückbau des Bahnhof Süd. 1959 waren die Gleise bereits entfernt. Mit der Stilllegung der erst vor 34 Jahren eingeweihten Strecke Heiligenhaus-Kettwig wurde der gesamte Personenverkehr am 2. Oktober 1960 eingestellt. Anfang 1960 war eine Wohnung des alten Bahnhofs Süd noch bewohnt. Als der letzte Mieter seine Wohnung geräumt hatte, bot das alte Gebäude einen traurigen Anblick. Völlig deplatziert wirkt die Ruine neben den neu erbauten Hochhäusern der heutigen Berliner Straße. Am 19. August 1960 vermeldete die Presse, dass der Bahnhof im Rahmen einer Feuerübung kontrolliert abgebrannt werden sollte. Am 20. August ging das Gebäude vor Dutzenden Schaulustigen in Flammen auf. In den 60er Jahren setzte man vermehrt auf das Auto. Omnibusse verdrängten den Personenzugverkehr, Lastkraftwagen den Güterverkehr auf der Schiene. In der Geschichte der Niederbergbahn wurden zahlreiche Lokomotiven für die Züge eingesetzt. André Holznagel gibt uns einen Überblick. Und da wäre hier am Anfang die Baureihe 89, die also um 1900 rum zum Einsatz kam. Und dann weiter mit der Baureihe 75. Die beiden Lokomotiven wurden also eingesetzt für den leichten Personenverkehr. Des Weiteren haben wir eine KÖV 2, die dem leichten Verschub auf den Rangierbahnhöfen diente. Ja, danach haben wir hier die Baureihe 260, später dann 360 oder 361. Das hat mit den Gewichtsklassen der Lokomotive zu tun. Dann haben wir des Weiteren in der Reihenfolge eine Baureihe 212, die im leichten Personen- und Güterverkehr eingesetzt werden konnte. Ein Vorteil dieser Lok, der Mittelführer stand, um halt auch bei Rangierfahrten einen guten Überblick über die Strecke zu haben. Dann haben wir schon die nächstgrößere Version, die Baureihe 216, hier als erstes der Prototyp und die Vorserie, gut zu erkennen an der runden Stirnfront.
was dann bei der späteren Serie entfallen ist, dann hier die Baureihe V200, später dann 221, die also ab 77 speziell ins Ruhrgebiet kam, um dort schwere Stahlzüge zu fahren. Und diese Lok war auch unter anderem im Kalkverkehr zu den Kalkwerken Rodenhaus im Einsatz. Und ich erinnere mich, dass es da mal einen schwereren Güterzug gab, wo diese Lok dann auch einmalig bis Velbert Hauptbahnhof verkehrte. Ja, dann haben wir hier zum guten Schluss den ETA Baureihe 515. Das war der Akkutriebwagen. Im Prinzip bundesweit im Einsatz. Aber zuletzt galt das BW Wanne-Eickel als Auslauf-BW für diese Baureihe. Ja, dann haben wir hier zu guter Letzt nochmal auf dem Gleis stehen eine etwas größere Dampflok der Baureihe 50, später dann 050. Die 0 bedeutete also die Traktion Dampflok. Ab 1968 so bezeichnet, EDV-gerecht. Und diese Dampflok oder diese Baureihen haben halt den schweren Güterzugdienst verrichtet, vom Gelsenkirchen Bismarck aus, durchs ganze Ruhrgebiet und auch auf der Velberter Strecke. Alte Strecke wieder neu? S-Bahn über Kettwig bei der Bundesbahn schon in Planung, an der Realisierung nicht mehr zu zweifeln. Wir wollen endlich den S-Bahn-Anschluss. S-Bahn-Planung lebenswichtig. Verzögerung des S-Bahn-Baus kann nicht akzeptiert werden. Heiligenhaus drängt auf S-Bahn-Anschluss. Velbert benachteiligt seine Nachbarstädte. Bürgermeister-Mehrheitsbeschluss. Es klingt wie Schlagzeilen von heute. Ende der 60er Jahre plante die Deutsche Bundesbahn, 700 Millionen D-Mark in ein erweitertes S-Bahn-Netz im Raum Rhein, Ruhr, Wupper zu investieren. Auch Velbert, Heiligenhaus und Wülfrath sollten dabei nicht zu kurz kommen. Die derzeit noch für den Güterverkehr aktive Bahnlinie Heiligenhaus-Velbert sollte elektrifiziert zur S-Bahn umgebaut und für den Personenverkehr neu eröffnet werden. 30 Millionen D-Mark hätte der Umbau gekostet. Bereits 1976 sollte die S-Bahn rollen. Heiligenhaus jubelte. Doch Velbert machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Ein Velberter bleibt lieber zu Hause, als über Heiligenhaus und Isenbügel gen Essen zu fahren. So äußerte sich der SPD-Politiker Hans-Otto Bäumer 1970 in seiner Funktion als Regierungspräsident der Bezirksregierung Düsseldorf. Bäumer war von 1961 bis 1967 Bürgermeister der Stadt Velbert. Diese Ansicht teilte auch der bis 1969 amtierende Velberter SPD-Bürgermeister Franz Weider und sein Nachfolger Heinz Schemken von der CDU. Aber warum wehrte sich Velbert so vehement gegen die Reaktivierung der Niederbergbahn zur S-Bahn-Linie? Velbert wollte noch ein bisschen mehr rausholen. Und zwar einen Direktanschluss von Velbert hier über eine neue Linie auf nach Essen-Werden. Die Stadt Velbert beharrte auf der Direktverbindung und stellte sie als einzig sinnvolle Lösung dar. Die Stadt Essen hatte Gründe, diese Pläne abzulehnen. So sollte das Landschaftsbild des Baldeneysees nicht durch einen Brückenbau beeinträchtigt werden. Die Kosten für eine Direktverbindung waren überdies auch deutlich größer. Und so leisteten sich Velberts Bürgermeister Franz Weider und Oberkreisdirektor Günther Notnick ein Gerangel in aller Öffentlichkeit. In einer Pressemitteilung äußerte Notnick, die Stadt Velbert sei grundsätzlich gegen die Wiederaufnahme des Schienenverkehrs auf der Strecke Velbert-Heiligenhaus-Kettwig und würde die Interessen der anderen niederbergischen Städte nicht ausreichend berücksichtigen. Außerdem äußerte er, dass die von Velbert forcierte Direktverbindung in absehbarer Zeit ohnehin nicht realisiert werden könne. Weider konterte ebenfalls mit einer Pressemitteilung, in der er sich Notnicks Verhalten verbat.
Er sei nicht grundsätzlich gegen den Umbau der Niederbergbahn zur S-Bahn, würde sich jedoch erst dann dafür einsetzen, wenn das Land NRW einen Planungsauftrag für eine Direktverbindung veranlasst hätte. Auch der nachfolgende Bürgermeister der Stadt Velbert, Heinz Schemken, führte Weiders Kurs fort. Dass Velbert nur die eigenen Interessen vertrete, wies er von sich. Hierbei ignorierte er die Tatsache, dass er für eine Direktverbindung keinerlei Unterstützer vorweisen konnte und diese Idee bereits offiziell begraben wurde. Und so konzentrierte sich die Bundesbahndirektion auf den Umbau der Strecke Wuppertal-Nehwiges und ließ die Pläne für einen S-Bahn-Anschluss für Velbert, Heiligenhaus und Wülfrath einschlafen. Und während die Städte Langenberg und Nehwiges sich 1973 über erste Fortschritte in Sachen S-Bahn freuen konnten, hoffte Heiligenhaus-Bürgermeister Felix Wittmann immer noch auf eine Umsetzung der S-Bahn-Linie über die Trasse der Niederbergbahn. Doch Velberts Bürgermeister Schemken hielt unbeirrt weiter an den begrabenen Plänen einer Direkttrasse fest. Damit war die Chance auf einen S-Bahn-Anschluss verspielt. Zwischen Vohwinkel und Heiligenhaus pendelten bis 1974 noch drei Zugpaare. Wülfrath, Velbert und Heiligenhaus konnten noch erreicht werden. Zur Dampflok, das ist der alte Bahnhof Velbert West. WDR 2, Verkehrsstudio. Staus auf folgenden Strecken. A535 Wuppertal Richtung Velbert zwischen Dornab und Velbert Nord. 10 Kilometer Stau wegen eines eingestürzten Bergbauschachtes. WDR 2. Velbert und Bergbau, ne? Noch für eine Überraschung gut. Heute ist der ehemalige Bahnhof West unter dem Namen Lokal zur Dampflok bekannt. So sah es dort 1925 aus. Unweit des ehemaligen Bahnhof West an der Jahnstraße sah es früher so aus. Die alte Brücke war zu klein geworden. Eine neue musste her. Früher sah man vieles noch lockerer. Und so wurde vor Zuschauern die alte Brücke gesprengt. So Kinder, jetzt passt mal gut auf. Auch in Velbert an der Grünheide bot sich früher ein völlig anderer Blick als heute. Eine weitere kuriose Brückengeschichte ist die der Brücke an der Meerstraße. Als das Stichgleis zur Firma August Engels gebaut wurde, war der Brückenbau eine Auflage, um eine Umgehungsstraße über die Gleise führen zu können. Heute gibt es weder die Brücke noch die Meerstraße mehr. Sie lag zwischen der Rudolf- und der Talstraße. 1976 wurde die Bundesbahndirektion in Wuppertal geschlossen und das bedeutete das Aus für diesen Streckenabschnitt hier von Abrath bis nach Wülfrath. Der Rest der Strecke ging in die Bundesbahndirektion Essen über und die Gütertransporte von Velbert und Heiligenhaus wurden von da an über die Angertalbahn, die man hier sieht, abtransportiert über Ratingen nach Duisburg-Wedau. Diese Strecke ist auch heute noch in Betrieb und zwar transportiert die Firma Leust, also Rheinkalk früher, ihren Kalk eben nach Duisburg rauf zu den Hochöfen. Am 7.2.1976 kam einer der letzten Dampfloks der Deutschen Bundesbahn für eine Studienfahrt nach Velbert. Die Ära der Dampflokomotiven war damit auch bundesweit vorbei.
Dampflokomotiven üben auch heute noch eine unglaubliche Faszination aus. Nur ein paar Kilometer entfernt fährt die Hespertalbahn. Diese Bahn diente ursprünglich als Transportweg für Erze, Kohlen und Kalk. Nach der Schließung der Zeche Pörting-Siepen setzten Eisenbahnliebhaber sich für den Erhalt der Strecke ein. Seit Ende der 70er Jahre ist sie eine Museumsbahn. Touristen können während der Sommermonate mit dem historischen Zug die Landschaft um den Baldeneysee durchfahren. Feuer und Wasser müssen zusammenkommen, damit die Maschine läuft. Andreas Kampmann erklärt uns, wie eine Dampflok funktioniert. Die Kessel haben wir dauerhaft um die 4 Kubikmeter Wasser, okay, die wir auch nicht vollständig entnehmen können. Ach so. Deswegen füllen wir ja das Wasser mit, um das halt kontinuierlich. Aber auf dem Kessel ist doch jetzt letztlich erstmal Druck drauf. Wie kommt denn das neue Wasser da rein? Da muss man den Druck ablassen. Nee, da haben wir 2 Speisepumpen auf dem Führerstand. Die kannst du da auch gleich sehen. Okay. Wir entnehmen quasi Dampf aus dem Kessel und mit diesem Dampf können wir dann den Dampfdruck wieder überwinden mit Wasser. Das ist ein kleiner physikalischer Trick. Alles klar. Ah. Ursprünglich verlief auf dieser Strecke eine Schmalspurbahn, die mit Pferden betrieben wurde. Über diesen Weg wurden Erze und Kalk aus dem Felberter Raum zur Phönixhütte in Kupferdreh befördert. Das Schöne ist, es ist beschriftet. Ja. Wir haben einmal die Luftpumpe, wie gesagt, die können wir hier mit, da ist einfach ein Ventil, können wir auf oder zu machen. Dann das nächste Ventil für die Lichtmaschine, das ist der Turbogenerator links vom Schornstein. Wird auch mit Dampf betrieben und erzeugt dann halt unseren Strom für alle möglichen Beleuchtungszwecke. Der Bläser oder Hilfsbläser, mit dem kann ich mir vorne in der Rauchkammer Dampf einleiten, um einen Unterdruck zu erzeugen, um das Feuer anzufachen. Während der Fahrt geht das durch den Abdampf der Dampfmaschine. Aber wenn ich jetzt stehe oder halt, ich sag mal, sehr langsam fahre, kann ich das darüber auch genauso machen. Und dann haben wir hier einfach nur noch den Hauptabsperrhahn für den ganzen Dampfverteiler. Christbaum sagen wir dazu, wo der Name herkommt, weiß keiner, der heißt aber so. Es gibt 14 Schmierstellen insgesamt. Das ist der Tatmotor. Pumpen wir hier mit dieser Pumpe, das ist eine von den besagten Speisepumpen, mit der wir das Wasser in den Kessel drücken können. Das sieht man hier an dem Wasserstand. Den haben wir 2-mal, so vorgetrieben, dass der sich erhöht. Aber man sieht ja den Wasserstand in den Glasröhrchen.
darüber, was wir nicht sehen können oder nicht erkennen können, dass der Dampf, den wir dann schlussendlich entnehmen. Hier kommt der Dampf in die Pumpe. Ja. Das ist die Zuwasserleitung. Hier ist ein sogenanntes Schlabberrohr. Solange ich den Dampfdruck oder den Kesseldruck noch nicht überwunden habe, lässt er darüber erstmal beim Ansaugen Dampf und dann kurze Zeit Wasser ins Freie, bis ich halt diesen Druck überwunden habe, den ich im Kessel habe. Sprich jetzt 13 Bar. Und wenn ich die überwunden habe, schließt sich dieses Schlabberventil hier oben und durch die Leitung geht es halt vorne durch zwei Rückschlagventile in den Kessel. Nach Anschluss der Zeche Pörting 7 1877 wurde die Strecke zwischen Kupferdreh bis zum Bahnhof Hesperbrück auf Normalspur erweitert. Der verbliebene Schmalspurteil wurde ab 1916 demontiert. Das Metall ging in die Rüstungsindustrie.1979 legte die Stadt Wülfrath ihren Bahnhof endgültig still. 1980 schienen die Wülfrather ihren Bahnanschluss nicht vergessen zu haben. Am 9. und 10. August fand ein großes Bahnhofsfest statt, an dem sich die Deutsche Bahn und das Eisenbahnmuseum Dahlhausen beteiligten. Ab dem Sommer 1984 stand das Wülfrather Bahnhofsgebäude zum Verkauf. 23 Wülfrather Vereine gründeten eine Interessengemeinschaft zur Wiederbelebung des Gebäudes. Ein Kulturzentrum sollte entstehen. Die Euphorie war 1985 noch groß, als die Stadt Wülfrath das Gebäude von der Deutschen Bahn kaufte. Doch aus den Plänen wurde nichts. Die Stadt beschloss, das Gebäude abzureißen. Anfang des Jahres 1988 wurde zweimal Feuer im Bahnhof gelegt. Am 30. April 1988 fiel der historische Bahnhof dann endgültig. Heute steht an der Stelle des Bahnhofsgebäudes ein Getränkemarkt. ...1986 wurde nach einer Prüfung die Felberter Saubrücke als sanierungsbedürftig eingestuft. Als Folge wurde eine Tragkraftbeschränkung eingeführt. Bis 1990 verkehrten noch 5 Güterzüge in Felbert. 2 nach und 3 von Felbert an. Mit dem Niedergang der Niederbergbahn konnten sich nicht alle anfreunden. Und so gründete sich 1992 der Pro-Niederbergbahn e.V. Ziel des e.V.s war die Wiederaufnahme des Personenbahnverkehrs in Felbert. Wenn die Politiker es wollen und wenn die Mittel nicht nur in den Straßenbau, sondern auch für die Schiene bereitgestellt werden, dann könnten auch aus Felbert Mitte Fahrgäste mit dem Zug hier nach Kettwig kommen und von dort aus mit der S6 weiter Richtung Düsseldorf oder Essen zu fahren. So sah die Bahnstrecke in den 90er Jahren aus. Danach ging alles recht schnell.
Im Dezember des Jahres 1994 fuhr der letzte Zug mit Güterwagen von Heiligenhaus nach Velbert. Kurz danach verließ der letzte Stück Güterzug den Velberter Bahnhof. Mit dem Ende des Jahres 1994 wurde die Bahnstrecke bis auf den Abschnitt Wülfrath-Velbert stillgelegt. Am 13.05.1995 gab es nochmal ein Highlight auf der Strecke. Ein Sonderzug, angetrieben von einer ETA Baureihe 515, befuhr mit zahlreichen Fahrgästen die Trasse der Niederbergbahn. Hier zu sehen, wie der Zug am alten Stellwerk vorbei durch den Wülfrather Bahnhof fuhr. Der Zug nähert sich Velbert. Parallel zu den Schienen verläuft die Wülfrather Straße. Nun durchquert der Zug Tönnesheide. Zur Linken ist nun der Velberter Hauptbahnhof zu sehen. Der Zug hat die Saubrücke in Velbert erreicht. Ein frühzeitiger Stopp am Heiligenhauser Bahnhof. Eine quer über die Schienen gespannte Wäscheleine versperrte den Weg. Für die Fotografen überquerte der Museumszug nun nochmals die Velberter Saubrücke. Im August 1996 liefen die Transportverträge mit der Deutschen Bahn aus. Damit war das Ende der Bahnstrecke besiegelt. Der Zustand der Bahnanlage verschlechterte sich zusehends. Unkraut überwucherte die Schienen. Hier sehen wir den Bahnübergang in Tönnesheide. Auf der rechten Seite ist noch Opel Huppert am Schnappstüber zu sehen.
Um der Sicherungspflicht Genüge zu tun, ist auch der Zugang zur Saubrücke inzwischen durch ein Tor gesperrt worden. 1997 wünschten sich die Städte Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath den Anschluss an die Regiobahn. 1998 wurden die Pläne konkreter. Mit einem dieselbetriebenen Talenttriebwagen sollten die Städte Velbert, Heiligenhaus und Wülfrath an das S-Bahn-Netz angeschlossen werden. Trotz Ratsbeschluss rührte sich Velbert jedoch nicht. Und so verliefen die Planungen im Sande. Im Jahre 2001 beabsichtigte Aldi, einen Supermarkt auf in Tönnesheide liegenden Gleisen zu bauen. Im gleichen Jahr endete der Trassensicherungsvertrag zwischen der Deutschen Bahn AG und dem Land. Dem Bau des Supermarkts wurde zugestimmt. Im Jahr 2005 kam erneut Wind in die eingeschlafenen Diskussionen. Zur deutlichen Verbesserung der interkommunalen Verknüpfung mit öffentlichen Verkehrsmitteln haben sich die Städte Düsseldorf, Mönchengladbach und Wuppertal sowie die Kreise Mettmann und Neuss zu einer Planungsgemeinschaft zusammengeschlossen. Diese sollten in einer Projektstudie die verkehrlichen, systemtechnischen und finanziellen Voraussetzungen des Projekts Rheinisch-Niederbergische Bahn, auch Circle Line genannt, klären und die Realisierung des Vorhabens begleiten. Bedeuten würde dies eine Reaktivierung der Niederbergbahn zwischen Ausschleifung aus der Trasse der S9 über Wülfrath, Velbert und Heiligenhaus bis zur Einschleifung in die Trasse der S6, einschließlich der Nordeinschleifung der S28 in die S9. Die 1992 gegründete Regiobahn GmbH erstellte bereits seinerzeit Prognosen über die zu erwartenden Fahrgastzahlen der S28. Die tatsächlich ermittelten Fahrgastzahlen übertrafen die Prognosen bei weitem. Am 31. August 2006 legte die Deutsche Bahn AG die noch vorhandene Trasse endgültig still. Damit wurde auch das letzte vorhandene Stellwerk in Wülfrath geschlossen. 2009 wurde beschlossen, die komplette Trasse der ehemaligen Niederbergbahn zu einem Radweg umzubauen. Ziel war, die Bahntrasse langfristig zu erhalten und jederzeit wieder Schienen verlegen zu können. Noch im gleichen Jahr wurden die Gleise des Abschnitts Wülfrath-Heiligenhaus entfernt. Wenn André Holznagel und Jan Piet auf Schienen unterwegs sind, bedeutet das nicht zwingend, Fahrgast zu sein. Selber fahren ist ihr Ziel. Um das zu erreichen, gingen die beiden einen ungewöhnlichen Weg. Mit einem umgebauten VW Golf wurde ihr Traum Wirklichkeit. Ja, ich sag mal, das ist schon von Kindheitsbeinen an, muss man ehrlich sagen, hat diese Idee immer im Kopf rumgeschwört. So, und gut, man hat natürlich so als Kind nicht direkt die Möglichkeiten, so ein Fahrzeug umzubauen oder so zu gestalten. Und von daher, ja, war es eigentlich die erste Idee, zwei Fahrräder auf die Schiene zu setzen, eins rechts und eins links, die mit den Gummireifen auf dem Schienenkopf fahren sollten. Und die beiden Fahrräder sollten dann verbunden werden mit einem Gestänge. Ja, und das war so der erste Plan. Wir haben in der Schule früh angefangen, haben das oben in Velbert am Astro-Boarding haben wir das Ganze versucht. Das hat alles nicht funktioniert. Da haben wir natürlich dann viel hin und her überlegt, was kann man machen und so weiter. Und als es dann dazu kam, dass wir irgendwann mal auch auf die Straße gekommen sind, kam sogar er auf die Idee, mit dem Golf seiner Oma auf dem stillgelegten Gleisanschluss nur auf Felgen zu fahren. Die Idee haben wir dann aufgegriffen und haben es dann perfektioniert. Das war damals noch ein Dreier-Golf. Wir sind dann hergegangen und haben mit einem befreundeten Metallbauer spezielle Radsätze gefertigt für den Zweiergolf, den wir dann zur Verfügung hatten oder den er sich dann gekauft hat. So, und sind dann halt eben auf verschiedensten Strecken gefahren. Ne? Da ich ja Kfz-Mechaniker gelernt habe, haben wir uns das Auto dann gemeinsam zur Brust genommen. Da gab es anfänglich noch einige Probleme. Wir haben es etwas höher gelegt, wir haben die Spur anders eingestellt, damit wir da wirklich vernünftig dann drauf fahren konnten.
auf der Strecke jetzt in Wülfrath zu fahren, ist ganz klar. Er ist total bahnverrückt, ich bin ein bisschen bahnverrückt und ich wohne in Velbert und die Strecke liegt stillgelegt vor der Tür. Da muss man das eine mit dem anderen einfach mal verbinden. So, jetzt habt ihr das ja da auf der Trasse gemacht in Wülfrath und das habt ihr ja wahrscheinlich nicht einfach so gemacht. Also da mussten ja wahrscheinlich irgendwelche Genehmigungen her, ne? Und das war ja, so viel ich weiß, auch eine legale Sache. Was habt ihr denn da so erlebt? Also wen musstet ihr ansprechen und ist das irgendwie auf offene Ohren gestoßen oder? Das hat dann eigentlich relativ gut funktioniert. Es gibt natürlich immer Leute, die da hellauf begeistert sind und sagen, ja klar, kein Problem, das kann man auf jeden Fall machen. Und dann gibt es natürlich auch die anderen Stimmen, die dann sagen, nein, das geht auf gar keinen Fall. Nachdem das dann alles geklärt war, konnte man ohne weiteres jeden Tag dort fahren und die Strecke nutzen. Die stillgelegte Trasse der Niederbergbahn war nun offiziell zur Nutzung freigegeben. Doch bevor es ans Fahren ging, war noch viel zu tun. Also das Freischneiden hat mal eben so den ganzen Sommerurlaub von 3 Wochen gedauert. Wir wollten einfach fahren. Ne? Wir wollten einfach fahren, wir wollten jede Minute wirklich auskosten, bevor die Strecke dann abgebaut worden ist. An der Wickelstelle war. Die rostigen Weichen und Signalanlagen wurden gewartet und instand gesetzt. Da sehe ich kein Problem. Ich hole, bringe die Fettpresse und alles. Zur Bahnanlage gehörte auch das Wülfrather Stellwerk WF. Auch hier musste einiges instand gesetzt werden. Im alten Stellwerk herrscht bereits reges Treiben. Gleis 4, A von Flandersbach nach Gleis 1, 3 und 4 Fahrstraßenfestlegung, B von Velbert und E nach Velbert Fahrstraßenfestlegung. So, Fahrstraße A1, also von Flandersbach nach Gleis 1, lässt sich nicht einstellen, weil Gleissperre 1 und Weiche 3 umgelegt. Richtig, richtig. So, folgende Schritte, Weiche 3 umstellen. Richtig. Fahrstraße A1 einstellen, festlegen und dann kannst du mal ziehen. So, einfach frei. Auf Kreuzfahrt gucken. Ja. Halbmelder ist erloschen. Ja. Egal auf was. Genau. Und dann konnte es endlich losgehen. Schienen, Signale, Weichen und ein Stellwerk. Der Traum einer Modelleisenbahn in groß. Die Anwohner waren erstaunt, die alte Bahnschranke wieder in Funktion zu sehen. Achso, ja, wie reagierten die Leute eigentlich, die Passanten? Ja, die Passanten, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das war meistens sehr, sehr lustig. Und die waren eigentlich, ja, kann man sagen, schon erfreut darüber, dass sie sowas mal sehen
konnten, durften, wie auch immer. Ne? Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da bin ich um die Ecke gekommen und da kam ein Passant so, der ging da wahrscheinlich regelmäßig so die Trasse spazieren und der guckte wirklich wie ein Auto und sagte dann zu mir, sagt er, war mein letztes Bier schlecht oder was ist hier los? Ne? Ich sag, nee, das ist alles gut, ne? Ich sag, das ist schon hier richtig so. Und ja, also da war nur positive Resonanz. Ne? Ich meine, gut, einen gibt's immer, ne? Der dann zum Beispiel sagt, ein Auto hat auf den Schienen nichts verloren. Dazu habe ich aber ganz klar immer gesagt, das ist kein Auto. Das ist eine Draisine, die sieht nur so aus wie ein Auto. So. Aber wie seht ihr die Zukunft dieser Trasse? Meint ihr, da könnte noch mal irgendwas laufen oder ist der Zug abgefahren? Also wünschenswert ist das selbstverständlich. Also als Bahnfreund muss man sagen, ist das doch sehr wünschenswert. Also ich bin ja früher die Trasse auch regelmäßig abgelaufen, weil es einfach eine direkte, schnelle Verbindung ist. Heute haben wir viel Bebauung links und rechts der Trasse. Wie gesagt, ein Anschluss an die S-Bahn in Kettwig und auf der anderen Seite an die S-Bahn zwischen Essen und Wuppertal, die ja über Neviges auch geht. Das wäre, denke ich mal, doch ein lukrativer oder ein lohnenswerter Abzweig. Ne? Ja, das sehe ich ganz genauso. Also man muss ja bedenken, dass diese Strecke früher eher ländlich gelegen war. Und wenn man die heutige Entwicklung ja sich anschaut, läuft sie ja im Prinzip heute durch Ballungsgebiete, durch Industriegebiete und ja, der Trend sollte ja wieder irgendwann dorthin gehen. Also von daher, es ist möglich, es wäre möglich, nur der Weg dahin ist natürlich sehr, sehr lang und erschwerlich. Also war euers das letzte Fahrzeug, was diese Strecke jemals befahren hatte? Vor dem Abrissbagger auf jeden Fall. Ja, wir sind das tatsächlich bis in die letzte Minute, kann man sagen, gefahren. Es gibt ja auch einige Bilder aus dem Winter, wo wir also mit dem Fahrzeug schon vor dem Abbautrupp gestanden haben. Ne? Scheiß Verkehr hier. Auch sowas gehört mal dazu. Ne? Die Strecke ist für uns noch nicht zu befahren. Mal schauen. So. Für die Trasse der Niederbergbahn war dies vorerst die letzte Fahrt. Aber André und Jan suchen weiter stillgelegte Strecken, um mit ihrem Schienengolf das Hobby Eisenbahn ausleben zu können. Zwischen 2009 und 2011 wurden sämtliche Gleise entfernt und die Trasse zum Panoramaradweg umgewandelt. Wolfgang Werner ist Kommunalpolitiker. 1992 gründete er die Bürgerinitiative Pro Niederbergbahn e.V. Heute erinnert er sich immer noch gerne an diese Zeit. Und 1975 war ich dann im Rat der Stadt Velbert. War dann mal eine Zeit lang auch, als es den Verkehrsausschuss in Velbert gab, Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Darüber bin ich dann ja, mit dem Thema Infrastruktur in Velbert näher in Kontakt gekommen und da lag es nahe natürlich, weil zu der damaligen Zeit auch gerade die Diskussion war über ein neues Verkehrsentwicklungskonzept für Velbert, bei dem der nicht motorisierte Verkehr gestärkt werden sollte. Dann natürlich auch über den ÖPNV zu sprechen. Und da lernte ich dann jemanden kennen, Günther Oding, den aber vielleicht noch mehr drüber sprechen, der sich sehr eben für die Reaktivierung der Bahnstrecke in Velbert-Mitte eingesetzt hat. Und so gründeten wir dann die Bürgerinitiative Pro Niederbergbahn oder Pro Bahn, wie sie vorher hieß. Also Günther Oding, der sozusagen derjenige war, der nicht nur von der Technik was verstand, sondern auch begriffen hatte, dass es mit dem Individualverkehr, er nannte ihn immer Gummiverkehr, so nicht weitergehen kann. Und der sagte aus seiner Erfahrung in Frankreich, der war also sehr viel für die
SNCF tätig. Ja. Sagte er völlig unverständlich, dass ein Raum mit über 100.000 Einwohnern, Wülfrath, Velbert Mitte, Heiligenhaus, nicht ans Bahnnetz angeschlossen ist. Der sagt, in Frankreich würde man für verrückt erklärt werden, wenn man das erzählt. Und das war also die Initiative zusammen mit dem Kommunalpolitischen, dass ich mir sagte, gut, er hat das Wissen aus dem Eisenbahnbereich, ich mehr so, wie man in der Politik was vielleicht bewegen kann und auch die Organisation. Ja, daraus entstand dann der Gedanke, eine Initiative zu gründen. Ja, zu der damaligen Zeit, also so Anfang der 90er Jahre, wie gesagt, kam erstmal die Diskussion auf über die Frage, können wir mit der autogerechten Stadt so weitermachen. Und die Bahn fuhr ja noch als Güterstrecke, wurde aber nur noch beliefert von einem Schrotthändler in Heiligenhaus. Der saß da so im Bereich des Bahnhofs, ehemaliger Güterbahnhof. Ansonsten war sie eigentlich schon stillgelegt. Und auch damals ist schon gesagt worden, wir müssen nach Düsseldorf, wir müssen uns an die Rheinschiene anschließen. Auch aus wirtschaftlichen Gründen. Hm. Es hat auch heute noch Sinn, wirtschaftlich einen Bahnanschluss zu haben für Velbert Mitte. Nur mal ein kleines Beispiel, das Forum Niederberg. Welchen Kongress wollen die durchführen, wenn sie den Kongressveranstaltern nicht sagen, die Kongressteilnehmer können natürlich mit der S-Bahn anreisen? Um die Stimmung der Bevölkerung wenigstens grob abzutasten, haben wir eine nicht repräsentative Umfrage auf Facebook gestartet. Die Frage lautete: Soll die Niederbergbahn wieder reaktiviert werden? 72% stimmten mit Ja ab, 28% mit Nein. Eine stärkere Schiene spielt eine zentrale Rolle im Klimaschutzprogramm der Regierung. Die Gelegenheit einer Reaktivierung der Strecke ist daher so gut wie nie. Wir haben uns diesbezüglich die Trasse ein wenig näher angesehen. Ja, hier in Heiligenhaus baut man, wie man es in Velbert schon gemacht hat, ein Einkaufszentrum. Nur scheinen die hier irgendwie alles ein bisschen durchdachter zu machen. Also jetzt nehmen wir mal an, die Trasse würde reaktiviert hier. Das wäre perfekt gelegen, direkt. Ein Haltepunkt, Einkaufszentrum. Da hinten ist die Uni. Dann kommen die Leute auch direkt hier hin, die Studenten. Also für Heiligenhaus wäre das mal wieder eine tolle Sache. Zwischen der Nevigeser und der Neustraße in Velbert liegt die Firma Schulte Schlagbaum AG. Und hier kann man jetzt genau sehen, dass die Trasse hier wirklich zerstört wurde. Aber soweit uns bekannt ist, hatten die Baugenehmigung auch nur gekriegt, das heißt also bekommen unter der Auflage, dass wenn die Bahn reaktiviert werden würde, diese Sache halt zurückgebaut werden muss. Also wäre somit auch kein Problem. Ja, hier bei Obi ist die Trasse leider unterbrochen worden. Und zwar wurde da von der Firma Huf die Werksausfahrt durchgelegt. Aber bei einer Reaktivierung wäre sowas das kleinste Problem, das rückgängig zu machen. Da gibt es genug andere Stellen, wo man ans Verkehrsnetz angeschlossen wird, also die Firma Huf. Wir befinden uns hier an der Abstkücher Straße in Heiligenhaus. Und die Älteren werden sich erinnern, dass hier früher mal eine andere Brücke stand. Die war bedeutend schmaler. Und als sie die Trasse stillgelegt haben, hat die Stadt Heiligenhaus ganz schnell reagiert und diese Straße natürlich verbreitert, hat sich angeboten. Jetzt haben wir da eine Leichtbaubrücke, die reicht gerade für die Radfahrer. Wenn man hier jetzt natürlich die Trasse reaktivieren wollte, müsste diese Brücke natürlich auch neu gebaut werden. Ist auch nicht so ein Problem. Weiter hinten haben wir noch so eine Brücke, da hat man einen alten Waggon verwendet. Sehr kreativ, sieht auch gut aus. Aber wirklich tragfähig wäre die natürlich auch nicht, wenn da eine S-Bahn rüberfährt. Die müsste natürlich auch neu gemacht werden. Ja, ich stehe hier mitten hinter der Seide und hier ging die Bahn früher auch vorbei. Und zwar war hier ein riesiger Bahnübergang. Das kann man hier noch super sehen. Hier am Asphalt und natürlich auch den Verlauf weiter da hinten. Hier stand auf der anderen Seite noch ein Bahnhäuschen, also für die Schranken. Da war
der Wärter drin, der hat die Schranken immer per Hand runtergedreht früher. So, und hier würde die Trasse natürlich bei einer eventuellen Reaktivierung genau durch den Parkplatz von Aldi gehen. Wäre jetzt auch nicht das größte Problem. Natürlich gibt es auch Gegner einer Reaktivierung. Sie sind jetzt der Vorsitzende des Deutschen Fahrradclubs, allgemein Deutschen Fahrradclubs hier aus Fellbad und aus dem Kreis. Genau. Ja, was halten Sie davon? Was würden Sie davon halten, wenn die Trasse hier irgendwie wieder als Bahntrasse aktiviert werden würde? Im Prinzip ist das Konzept natürlich gut, nur hier auf diese Trasse bezogen ist es absolut nicht gut. Einmal wird die Trasse sehr gut angenommen hier, jetzt im Augenblick bei dieser Hitze natürlich nicht, aber wenn man sonst fährt, wird sie wirklich gut angenommen. Die Leute nutzen auch diese Trasse, um zur Arbeit zu fahren, für eine Freizeit. Das heißt, wenn es die Trasse nicht gäbe, die Trasse hat hier bei uns in Fellbad oder in der Umgebung hier einen richtigen Fahrradboom ausgelöst. Das heißt, wenn die Leute fahren, auch mehr in die Stadt und so mit dem Fahrrad, wenn das weg wäre, wenn es nicht mehr wäre, würden die Leute auch kein Fahrrad mehr fahren. Das heißt, und ich sehe im Prinzip selber sehe nicht die Möglichkeit oder das Potenzial für diese eingleisige Bahn irgendwie nach Kettwig, wo die theoretisch endet und da irgendwie, selbst wenn sie bis nach Düsseldorf weitergeht, der Einzugsbereich ist für mich zu klein. Das heißt, die Leute, dass die umsteigen würden, das glaube ich nicht. Und wie gesagt, das wäre ein riesen Rückschritt irgendwie dann, vor allem für natürlich das Fahrradfahrer. Ich glaube nicht, dass es hier angenommen wird. Unter den Bewohnern finden sich auch unterschiedliche Ansichten. Wie würden Sie es finden, wenn hier wieder eine S-Bahn fahren würde? Also ich fände es sehr gut, gerade auf diesen Kurzstrecken ist noch ein großer Mangel. Ich würde es auch nutzen. Für die weitere Generation wäre ich da schon für. Und ich finde, würde es auch ein bisschen schade finden, weil ich finde den Panoramaradweg toll. Ganz toll. Also ich fahre da sehr gerne mit dem Fahrrad her und das ist ja auch alles irgendwo schön gemacht, beziehungsweise hat ja auch mal irgendwann viel Geld gekostet. Und wenn das jetzt alles wieder geändert würde, würde ich es persönlich als Verlust für Heiligenhaus empfinden. Oder Jahrzehnte wurde nichts gemacht, da ist die Strecke vollkommen zugewachsen. Dann wird da Millionen reingesteckt, jetzt in die neue, in die Fahrradstrecke und für die Fußgänger. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Ne? Und, ist halt nicht so gut, wenn jetzt da wieder eine Bahnstrecke hinkommen soll. Ja, wäre ganz cool eigentlich, weil dann könnte man wieder, zum Beispiel meine Oma ist ja sehr alt und sie könnte einfach in die S-Bahn steigen und zu uns fahren, anstatt immer zu laufen. Sie findet es auch ganz lässig, immer so mit dem Bus so zu fahren. Sie findet, dass es da viel zu voll ist und sie sagt auch immer, eine Bahn wäre viel besser und ich fände, das wäre eine gute Idee. Auf keinen Fall. Ist ätzend. Der Fahrradweg ist so super zum Laufen, zum Fahrradfahren. Das ist mal was Positives. Auf jeden Fall, man kommt auch anders nach Ätzen. Das wird toll. Ich vermute mal, dass es gar nicht so übel wäre, weil die Anbindung halt ist ja da, klar. Du kommst nach Ratingen mit dem Bus, du kommst nach Essen relativ zügig, du kommst auch nach Düsseldorf und so weiter. Aber es ist natürlich, ich vermute mal, dass es morgens früh einige Leute doch begeistert würde, wenn wieder eine Bahn geben würde. Es würde aber auch sehr, sehr viele geben, die streiken würden, weil sie ja ihren Fahrradweg da lieben, wie verrückt. Ja, das Ding heißt eigentlich Panorama, Rad und Wanderweg. Manchmal kommst du ja da unten vor wie auf dem, weiß ich nicht, auf einer Etappe von der Tour de France. Ja, wenn du da mit Kindern oder Hund spazieren gehen willst, ist nicht immer easy, gerade an den Wochenenden, wenn schön Wetter ist. Aber so zur Bahn hin, ich glaube, es wäre keine schlechte Alternative, das Ding da wieder hinzusetzen. Es ist natürlich aber immer sehr schizophren in Deutschland. Ne? Reißt so ein Ding ab, hat Millionen gekostet, da irgendwas wieder hinzusetzen und dann kostet wieder Millionen. Prinzipiell finde ich das total super, weil ich wohne momentan in Bochum und muss da quasi jedes Wochenende pendeln und das dauert halt anderthalb, zwei Stunden. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die Bahn beispielsweise von Essen direkt hier hinfahren würde, würde ich mich reinsetzen und wäre halt da, müsste nicht draußen umsteigen, nicht warten, würde keinen Zug verpassen. Das wäre für mich persönlich was Sinnvolles. Wie steht eigentlich die Politik zu einer Reaktivierung der Niederbergbahn? Wir haben nachgefragt. Ja, da halte ich sehr viel von. Gerade den ÖPNV oder Schienenpersonennahverkehr muss gefördert werden. Die Fraktion Die Linke oder beziehungsweise Die Linke an sich, wir haben das im Kommunalwahlprogramm schon 2014 und 2009 drin gehabt. Der Grund ist deshalb, wir haben hier immer mit stärkeren Verkehren zu tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Schiene wieder reaktivieren, damit hier der ÖPNV oder beziehungsweise der Personennahverkehr wieder ein Standbein kriegt,
Richtung Kreis Mettmann oder Richtung Schiene an Wuppertal und Düsseldorf. Ja, ich glaube, dass wir heutzutage um jede Strecke froh sein müssen, die reaktiviert wird, weil wir wegkommen müssen von der Straße einfach wieder zur Bahn. Und es ist natürlich sehr schade um den Platz, den wir jetzt im Moment für den Fahrradverkehr haben. Aber das nützt uns auch nicht, weil es ist ein Vorzeigeprojekt und wir brauchen ein wirklich flächendeckendes Netz von Fahrradwegen, das alltagstauglich ist und nicht nur für touristische Zwecke eben schön zu befahren ist. Also ich wäre für eine Reaktivierung der S-Bahn-Linie. Viele von meinen Freunden, meine eigene Frau, die arbeiten in Düsseldorf und die stehen morgens Ewigkeiten im Stau. Und der Bus, wenn man mit dem Bus fahren kann und man muss ja 3 Dutzend Mal umsteigen, der steht auch im Stau. Deswegen wäre ich für eine preiswerte, aber auch funktionstüchtige, also eine zuverlässige und Bahnlinie, die direkt von Velbert aus über Heilinghaus oder über Wülfrath nach Düsseldorf gehen würde. Ja, also ich würde mal sagen, mit uns, mit der FDP in Wülfrath, haben sie eigentlich einen der größten Befürworter zur Reaktivierung der Niederbergbahn. Und ich finde auch den Zeitpunkt, finde ich jetzt, ich sage mal, ideal dazu, um dieses Thema wieder aufzugreifen. Die Gründe liegen aus meiner Sicht relativ deutlich auf der Hand. Wir diskutieren gerade momentan alle über das Klimaschutzpaket und die Bundesregierung, die nimmt Milliarden in die Hand, um unter anderem im Rahmen dieses Klimaschutzpaketes alte Bahnstrecken zu reaktivieren oder zumindest eben ins Schienennetz massiv zu investieren. Hinzu kommt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, soweit ich eben weiß, der hat unter anderem auch eine Liste herausgegeben, was man alles machen kann. Und wenn ich jetzt auf dieser Liste sehe, dass da auch unsere alte Strecke der Niederbergbahn dabei ist, dann muss ich eben sagen, das ist doch ein idealer Zeitpunkt. Hinzu kommt dann als dritter Punkt noch, ich muss das Rad gar nicht neu erfinden. Es gab schon seit längerer Zeit, gibt es eigentlich immer noch die Planungsgemeinschaft Rheinisch-Niederbergische Bahn. Und die haben bereits 2005, haben sie in einer Projektstudie das Ganze mal irgendwie untersucht, was sich da alles machen lässt und haben eben dann auch festgestellt, dass das Ganze, die sogenannte Circle Line, das wäre eigentlich die umfassendste Reaktivierung der Niederbergbahn, wo dann eben auch wieder die ganzen Städte Wülfrath, Velbert, Heiligenhaus verbinden würde, dass sich das volkswirtschaftlich als solches eben rechnen würde und lohnen würde. Und wenn diese Erkenntnis damals schon da war, dass es sich volkswirtschaftlich rechnet, dann muss ich einfach sagen, wenn ich jetzt im Zuge der Klimaschutzdiskussion darüber nachdenke, dann ist es nicht nur volkswirtschaftlich sinnvoll, sondern eigentlich aus ökologischen Gründen eigentlich eine zwingende Notwendigkeit, das zu machen, weil ohne Schiene werden wir unsere Klimaschutzziele nie erreichen können. Und wenn alles gut geht, sage ich jetzt mal so, dann könnte es sein, dass sie die Geschichte der Niederbergbahn nochmal eben um ein Kapitel erweitern müssen. Dann heißt es eben nicht mehr Niederbergbahn abgehängt, sondern Niederbergbahn reaktiviert. Das wäre unser Traum und ist unser Ziel. Und dafür werden wir jetzt erstmal die nächsten Wochen und Monate kämpfen und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Die CDU in Velbert erklärt, dass wegen des Rückzugs des Fraktionsvorsitzenden Manfred Bolz ein persönliches Interview nicht möglich ist. Per E-Mail schreibt sie: Bisher haben wir uns mit dem Thema nicht wieder beschäftigt, da von Seiten des Kreises Mettmann und der Stadt Velbert die enormen finanziellen Mittel nicht vorhanden sind und die prognostizierten Nutzerzahlen damals viel zu gering waren. Heute, 12 Jahre später, ist es unter Klimagesichtspunkten und unter dem weiteren Anstieg des Straßengüterverkehrs sicher sinnvoll, sich erneut dem Thema zu widmen und eventuell eine Förderung durch Infrastrukturmittel des Bundes prüfen zu lassen. Eine Fortschreibung der Machbarkeitsstudie konnte aus heutiger Sicht daher sinnvoll sein. Zuständig dafür wäre der Kreistag. Daher habe ich Ihre Mail auch an die CDU-Kreisfraktion weitergeleitet. Die SPD Velbert wünscht sich in jedem Fall für Velbert einen Bahnanschluss. Und jetzt ist halt zu prüfen, ob das über die Niederbergbahn, über die Trasse der Niederbergbahn passieren soll oder ob man auch eine alternative Stadtbahnverbindung zwischen Mettmann, Wülfrath, Velbert, Heiligenhaus und Ratingen hinkriegt. Diesen Auftrag haben wir jetzt an die Stadtverwaltung gegeben, das zu prüfen.
Das kann natürlich auch heißen, dass die Niederbergbahn dann wieder auf ihrer bisherigen Trasse reaktiviert wird. Wir haben aber in unserem Prüfantrag stehen gehabt, dass es möglichst bei Beibehaltung des Radweges erfolgen sollte. Ob das denn immer möglich ist, an jeder Stelle möglich ist, das ist die Frage. Man kann sich ja auch insgesamt für Felbert ein Radwegenetz vorstellen, wo man den Panoramaradweg vielleicht am Ende gar nicht braucht. In anderen Städten wird sehr viel Mehrwert auf die Bahn gelegt. Hier in Wuppertal-Dornab werden neue Gleise für die Regiobahn verlegt. Im Jahr 2015 stand das Thema auf der Tagesordnung des Kreisverkehrsausschusses. Es ging um den Bedarfsplan für den öffentlichen Nahverkehr. Theoretischen Bedarf hat der Kreis angemeldet bei der Wiederinbetriebnahme der Niederbergbahn zwischen Wülfrath, Heiligenhaus, Felbert und Essen. An dieser Stelle wurde auch von vielen Politikern immer wieder betont, der Panoramaradweg sichert theoretisch die Strecke der Circle Line. Den Asphalt herausreißen und wieder Schienen drauf bauen, das wäre machbar. Neue Schienen hätten bei einer Reaktivierung ohnehin verlegt werden müssen. Klaus-Dieter Völker, Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag, äußerte jedoch Bedenken, dass genügend Bedarf bestehe, die Strecke rentabel zu betreiben. Von der einst so hart umkämpften Strecke ist nichts mehr übrig geblieben. In Zeiten des akuten Klimawandels stellt sich jedoch unweigerlich die Frage, wie lange man den Ausbau des ÖPNV noch ausschließlich von der Rentabilität abhängig machen kann.